Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.5. Hello everyone and welcome to another part of Odyssey in Order of the King. Hier ist ein Pfeil verloren gegangen. Da liegen sie. Aber die kann man nicht mehr aufheben. Leider. Schade. So, ich habe nur noch 5 Pfeile. I do only have 5 arrows. So, let's go back to the castle. But at first, fill up mana. Okay. What's this? Wo ist denn jetzt die andere Torwache? Invisible. Feel like I'm invisible. Okay. Okay. Das kann manchmal passieren. Es ist noch eine Vorab-Version. Also es ist noch nicht die gefinishte Version, die ich hier habe. Deswegen ist mit Fehlern zu rechnen. It's not the finished version yet. Because there may be some bugs. One we've seen yet. Okay, let's go up to Kuno to buy arrows again. I hope that he will have arrows. Oh. Das kann er nicht ewig so weit. Zeig mir deine Ware. Yes. No. All these. Das höre ich. Feuerpfeil. Fire arrow. Okay. Normale Arrows hat er nicht. Ach, die kaufe ich mal auch. I'll buy them all. So. Maybe I have to sleep one day and then his inventory will be filled up with arrows. And I guess I will do it. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. I don't know why he's so get upset. He's getting upset. Sleeping room. Okay, jeder geht in sein eigenes Bettchen. Oh, jetzt bin ich natürlich wieder einen weiten Weg gegangen. Oh, I didn't took a shortcut. Okay. I go in my own bed now. Sleeping Beauty. Okay, that's it. So let's get up to Kuno again and hope that he's got more arrows for me. Zeig mir deine Ware. Yes. Great. Fine. Now back to the woods. Okay, one hint, ein kleiner Tipp nochmal. Wenn wir den Bogen abnehmen, übrigens, was sind das für eine Geschicklichkeit? 30 habe ich noch. Wenn wir den abnehmen und wir legen ihn wieder an, dann kommt die Frage, welchen Pfeil ich ganz gerne ausgerüstet haben möchte. Und zwar entweder normaler Pfeil oder Feuerpfeil. So, as you have seen, if I take off my bow and take it on again, so I can choose which ammunition or which arrows I want to use. Fire arrow or a normal arrow. What is standing there? Oh, here's a Baumstamm. A tree. A piece of tree. A tree. Tree stroke? I don't know the word in English. Okay, these are goblins. I guess it's too dangerous to go up there. So I take the other side. Okay, Bloodfly is attacking me. Was ist da hinten mit dem langen Schwanz? It's there with a long tail. Big rats. Giant rats. Oh, and a wolf.
Ah, shit. It's two. Okay. Uah. Also ich glaube, die sind so groß, die kann ich mit meinem Nagelknüppel nicht eliminieren. Also auch mit dem Bogen. I guess that they're too big to kill them with my stupid club. Come on. Ah, shit. Oh, I just one hit one. I just hit one. Yes, you see. Be easy to kill. That's it. Oh, maybe an S. Shot. Ah, good. Maybe it's safer to hit them by coming up nearer. Yes. That's good. Oh. Meat. Rat meat. Delicious. Nicht zu holen. Okay. It's done. Come on. Again. Ach du liebes Lieschen, wo kommen die denn her? Shit. Okay. Maybe. Now where are the big rats? Ah, here are the big rats. Maybe I should eat something. But what? Okay, fish. Come on. No, not the club again. I want to have a my bow. Now then, shoot them in the ass. Come on. Ah, shit. Oh, Entschuldigung, dass ich immer so viel Shit sage, aber hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Nicht zu holen. Okay. Da ist nicht zu holen. Okay, das waren noch Anzeigefehler. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch ein Bug ist von dem Spiel selber, aber ich schätze mal, das ist in Verbindung mit dem Renderer, DX-Renderer, den ich hier nehme. As you have seen, there are some texture faults by hitting me from the beasts. So I guess it's the fault of the renderer, of the DX11 renderer. Ja, lass uns mal schauen, wie viele Punkte wir schon haben oder uns noch fehlen bis zur nächsten Stufe. Und ich sehe, es sind 185 Punkte, die mir noch fehlen. Dann habe ich insgesamt 20 Lernpunkte und ich kann endlich Stärke und Geschick auf 30 bringen. Dann habe ich meine Grundausbildung beendet. So, I only need a few points, 185 points to end my education. And in front of me there are lots of scavengers, Athanos scavengers. I don't know how to beat them. But I have to beat them because I have to make points, experience points. I tried only with my club at first. Also muss erstmal mit dem Knüppel. Come on. Okay. Oh, shit. Oh. Also. Desto größer der Schaden bei mir. Ah, da haben wir es gesehen. Desto größer der Schaden bei mir, umso größer auch die Blutflecken auf dem Schirm. Und hier nochmal, hier ein schöner Tipp. Wenn du alle drei Goldschmiedestufen gelernt hast, kannst du sehr mächtige Ringe und Amulette herstellen. Klasse Feature. Also. Scavies, auch mit dem Pfeilenbogen. Erstmal gucken, wie viel habe ich denn noch an Pfeilen? 22. Mal gucken. 22. Yeah.
Tja, irgendwie schade, dass das so ist, wie es ist. Let's have a drink. Aber ich finde, es macht Spaß, das freie Zielen. Nur halt eben die Texturfehler nicht. Ah, Federn. Oh, I forgot to take the things from these scavenger. Yes. Kokok. Perfect. Okay. Let's try the fire arrows. No. Now turn around and quake. There. Quake on me. 60, you see? That's it. Ich verstehe auch nicht, wenn ich einen Feuerpfeil nehme, dass das Fleisch nicht schon gleich gegrillt ist. I don't understand if I kill a scavenger's yes, that's it. A scavy by a fire arrow, that's that the meat is not already grilled, you know? Okay, take them. Da ist nicht zu holen. Okay. So, as you can see, we're going up again to Bruno. And skill our strength. And unsere Geschicklichkeit. So, there is Bruno. Hi Bruno. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich will stärker und geschickter werden. Ist das wirklich wahr? Ich hab da meine eigene Meinung. So. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Now, I guess. Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist damit? Das war doch schon vorher klar. Yes, Muscle Training and Skill Training Exercise. Ich denke, dass ich meine Muskelkraft ausreichend verbessert habe. Ja, das stimmt. Dieses Ausbildungsziel hast du erreicht. Ich denke, dass ich meine Geschicklichkeit ausreichend verbessert habe. Ja, das stimmt. Dieses Ausbildungsziel hast du erreicht. Okay, maybe something else. Und? Sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, wo kommt man? Oh ja, die Disziplin hier in der Burg. Yes, das haben wir schon gehört. We already heard. Ah, there is the very important question. Habe ich meine Grundausbildung beendet? Ja, die hast du und du hast sie in ungewöhnlich schneller Zeit gemeistert. Respekt, Roland. Wenn er das nicht sieht, kann ich im Namen unseres Kommandanten Marbot überreiche ich dir daher den Rock der Waffenknechte. Gratuliere. Ach ja, bevor ich es vergesse, du kannst dich natürlich jederzeit von mir weiter ausbilden lassen. Ich kann das nicht glauben. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. I got a new... Ich habe eine neue Rüstung. I got a new armor. Glaubst du wirklich daran? Is it already on my body or not? Das hat er wirklich nicht verdient. Leichte Milizrüstung, Rekrutenrüstung. Okay, this is the better armor. He took it on automatically. Okay. Ich werde erstmal wieder in meinem Bettchen schlafen. Um mich ein bisschen auszuruhen und zu heilen. I'm going to sleep now. Für den König.
It's an advantage to sleep in your own bed very often because I was told there will be something happen, very mystical or something. I don't know. Ich habe den Tipp bekommen, öfter im eigenen Bett zu schlafen. Und da sollte dann noch irgendwas passieren. Aber mehr verrate ich nicht. Okay, lass uns jetzt mal zu Marbot gehen. Let's go back to Marbot. We have to talk to him, because we ended our exercising. Ja, stop. Für Inos. Ja. Ich habe meine Grundausbildung beendet, Kommandant. Sehr schön, Soldat. Burghauptmann Bruno hat mir dies bereits mitgeteilt. Du trägst jetzt den Rock der Waffenknechte. Halte ihn in Ehren. Kann ich jetzt auf der Albatros anheuern? Was, willst du immer noch Athanos verlassen? Jetzt, wo wir dich so gefördert haben? Ja, mein Entschluss steht fest. Ja, ja, so sieht es auf der Welt aus. Echte Dankbarkeit ist für viele ein Fremdwort geworden. Kann ich jetzt auf das Schiff? Wenn du unbedingt willst, werde ich dich auf die Liste der möglichen Kandidaten setzen. Aber erst wenn du dich bewährst, kann ich deinem Antrag zustimmen. Ich will mich bewähren, Marbot, und jede Prüfung meistern, die er mir stellt. So, willst du das? Ich muss dir aber sagen, dass du einige Prüfungen erfüllen musst, bevor ich dich Lord Baldin empfehlen kann. Na gut, was soll ich tun? Nun, wie du weißt, haben wir ja ein großes Lurker-Problem auf Athanos und... Moment mal, heißt das etwa, dass ich jetzt alle Lurker hier auf unserer Insel töten soll? Du musst nicht gerade alle Lurker töten, aber zumindest so viel, dass sie keine große Gefahr mehr für uns darstellen. Na, von mir aus. Und an wie viel dachtet ihr, Kommandant? Also ich denke, 30 Stück sollten es schon sein. Bei Innos. So viel? Aber sonst hieß es doch immer... dass wir uns von den Lurkern fernhalten sollten. Natürlich. Warum sollte ich auch meine Männer gefährden? Aber wenn hier einer unbedingt weg will, dann kann er auch diesen gefährlichen Auftrag für uns übernehmen. So einfach ist das. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Einverstanden. Ich übernehme diesen Job. Sehr schön. Es genügt mir aber nicht, dass du die Lurker tötest. Als Beweis für deine Tat solltest du mir auch ihre Häute mitbringen. Aber ich bin doch kein Jäger. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Viechern die Haut nehmen soll. Jetzt stell dich nicht so an. Du weißt doch, dass unten im Dorf dieser Klaus, der Sohn des alten Schäfers, ein guter Jäger ist. Bei dem kannst du sicher lernen, wie man den Lurkern ihre Haut abzieht. Okay. Was für Prüfung habt ihr noch für mich, Kommandant? Das sollen mir die beiden Offiziere sagen. Geh also zu Oliver und Herbrand und lass dir von beiden eine Aufgabe geben. Okay, the story so far. I have to kill all the lurkers of Athanas. And as a proof, I shall bring him all the skins. Skin or fur. Fur is not a fur, it's a reptile. Also, sie sind gut gewillt. Ich habe es jetzt alles geschafft. Ich bin jetzt hier bei der Miliz. Und das ist gut so. Und ich soll unten im Dorf einen Jäger fragen, damit ich die Lurkerhaut lerne abzuziehen. Das werden wir dann auch mal machen. Also, Mana haben wir genug. Das ist sehr schön. Und runter ins Dorf. Naja, bevor ich lerne, wie ich Lurkerhaut abziehe. Before I learn how to... rip off the lurker skin. I have to get points again. Experience points. So, ich kann mich erinnern, dass ich bei Fritz noch schwimmen lernen muss. I can remember that I can learn swimming at Fritz. Hey! But there's nothing. What the heck is this? Maybe I forgot to solve a quest. I was fishing. Und dann kann ich kein Seepferdchen machen bei ihm. Das ist jetzt doof. Naja. Gehen wir jetzt aber trotzdem nochmal Experiences sammeln. Scavies jagen. So, bevor ich weiter auf Jagd gehe, kann ich ja auch hier schon bessere
Waffen anlegen. Ah, nehmen wir einen normalen Pfeil. I got a better bow now. And what about sword? Which is better? Zweihandwaffe. No. I have to get more strength. Okay, let's have a look. What's coming up to me here? Oh. One hit. Here's a helicopter flying over my house. So, sorry for this noise. Okay. A one-hit thing. That's great. Perfect. I love it. Ja, das ist doch genauso, wie ich es wollte, wie ich es mir gedacht habe. Ah, ich soll aber also nicht übermütig werden. Okay. To save. Oh, this is really getting a thrill here. Das riecht einen auf und ich bin froh, wenn ich die Halle erstmal durch habe. Vielleicht gibt es dann wieder eine neue Stufe. Okay. Okay. Jesus. There is more. Gosh damn it. Oh, no chance, no chance. Thank you. Aber was brennt denn hier? Oh. Eine Pflanze. Und Klaus. Hallo Klaus. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hallo Roland. Wie du siehst, schließlich bin ich Jäger und habe einiges noch zu tun. Was musst du hier draußen denn noch machen? Der Koch eurer Burg, Jonathan, hat mich beauftragt, ihm 50 Fleischkeulen zu bringen. Doch das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Wieso? Was ist das Problem? Siehst du die Scavenger? Sie stehen zu dicht beieinander. Wenn ich mir einen holen will, stürzt sich die ganze Herde auf mich. Und ich habe keine Lust, als Futter für diese Viecher zu enden. Was ist, wenn ich dir bei der Jagd helfe und dir deine Fleischkeulen besorge? Wie? Das würdest du wirklich für mich tun? Warum nicht? Ich habe sowieso zurzeit nichts Besonderes vor. Also gut, abgemacht. Du sollst es auch nicht bereuen. Wenn du mir 50 Fleischkeulen bringst, dann werde ich dir alles beibringen, was ich kann. Vorausgesetzt, du verfügst über die notwendige Erfahrung. Aha. Als erstes sei gesagt, at first I have to say, he wants to have 50 legs of scavengers, meat legs, and then he can teach me what he knows. I already have 50. And I give him. So, hier sind deine 50 Fleischkeulen. Du hast es also tatsächlich geschafft? Klar, hier ist dein Fleisch. Prima. Und wie versprochen, werde ich dir nun beibringen, was ich weiß. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Okay. Learn points. We have to have learn points. Zangen rausschneiden, Blutfliegen, Reptilhäuten. This here is the important thing. At first. Okay, I do not have any learn points, so I have to get in later if I am
killing more scavengers. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Aha. There's a Wildschwein or a Keiler. Na? Come on. Wildschwein. A wild pig. Okay. Tasty. Let's have a look. What's around the corner? Huh? Another one. Oh no, there's a bigger one. One hit, I'm down. Jesus Christ, what is this? A rat. A big one. There's a cave here. With monster rats inside. Oh, maybe I'll kill them too. Hey, not from behind. Okay. Yeah. I can't pick them up, these already used arrows. Should I go in there? Soll ich da reingehen in diese Höhle oder nicht? Erstmal wieder speichern. Save early, save often. Oh, I guess that there is nothing good in here. Ich glaube nicht, dass es hier gut ist, reinzugehen. Ich will mal was ausprobieren, jetzt wo ich das gerade sehe. Vielleicht kann ich ja hier die Lampions entzünden. Ja, super. Ich kann die Lampions entzünden. Das finde ich klasse. Spitzhacke, okay. Oh, gruselig. Was ist das? Something here in hidden? Ah, Baumstamm. Ja, in den Kommentaren könnte mir jemand erzählen oder bitte schreiben, warum ich denn keine Pfeile, keine Baumstämme hacken kann, beziehungsweise die Scheiben. Sounds really frightening me.